Gamergate ist ein Boykott von Konsumenten, die eine Reform der Ethik im Spielejournalismus fordern. Hinweise deuteten darauf hin, dass ein Editor von Kotaku positive Berichterstattung über ein Spielspoiler in einer Beziehung mit der Entwicklerin war. Kotaku streitet dieses ab, weitere Hinweise belegen diese Anschuldigungen allerdings und Spieler verlangen seine Kündigung. Adam Baldwin befürwortet dies und startet den Hashtag Gamergate. Kotaku und 12 weitere Spieleseiten reagieren darauf, indem sie alle am selben Tag Artikel mit demselben Inhalt veröffentlichen. Gamers are dead. Leser fordern zum Boykott auf und schreiben den Werbetreibenden, die diese Seiten finanzieren. Um dem Stereotyp aus den Artikeln entgegenzutreten, wird der Hashtag NotYourShield kreiert, um zu zeigen, dass es Menschen gibt, die es hassen, wenn Spielejournalisten vorgeben, für Minderheiten zu sprechen. Gerade, weil einige von diesen Rassisten sind. Reddit zensiert alle Formen von Diskussionen über Gamergate. Sogar 4chan tut dies. Dies führt zu einer massiven Nutzermigration nach 8chan. Feministin Christina Sommers veröffentlicht ein Video, um die Idee zu widerlegen, dass Videospiele sexistisch machen. Sie wird als Republikanerin abgestempelt, dabei ist sie Demokratin. Milo Yiannopoulos veröffentlicht E-Mails einer privaten Google-Plus-Gruppe, die sich GameJournal Pros nennt und beweist, dass sich Spielejournalisten absprechen, um gemeinsam Meinungsmache zu betreiben. Auch der Awardshow IGF wird Korruption nachgewiesen. Um Assoziationen zu vermeiden, entziehen Werbetreibende ihre Gelder. So zum Beispiel... Oh, und eine Sache noch. Wenn ihr mitbekommt, dass jemand behauptet, Gamergate wäre eine Hasskampagne, die sich gegen Frauen in der Spieleindustrie richtet, lacht in ihre Gesichter und erinnert sie daran, dass wir mehr als 70.000 Dollar gespendet haben, damit Frauen Videospiele machen können und dass nicht eine einzige Spieleseite darüber berichtet hat.